präzise und hart. Ja, 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 ja. Und was ist so zart? Ja, 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 ja. Hört man nicht gern? Ja, 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 ja. Hört zu und lernt. Ladies and Gentlemen, was geht denn? Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch, Freunde. Hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. Mein Name ist Fantastic. Freut mich, dass du zum heutigen Video hier reinschaltest. Und Freunde, heute ist es soweit. Wir starten auch mit den Uploads in Ultimate Team rein. FIFA 21 ist am Start. Ich hab's auf jeden Fall. Und nach der Karriere gestern geht's jetzt weiter mit Ultimate Team. Und zwar mit unserer ersten Division Rivals Party. Oh shit, here we go again. Ich muss dazu sagen, ich habe gestern mit dem Gamer, bin ich gestern mal noch meine Taktik hier durchgegangen und wir haben uns mal überlegt, was eigentlich effektiv sein könnte. Und wir haben uns überlegt, dadurch, dass die ja so irgendwie, du kannst ja mit der Verteidigung fast gar nichts machen, ne? Du wirst ja teilweise automatisch schon überrannt, ja? Dementsprechend dachten wir uns, okay, dann spielen wir einfach mit LS, ST und RS. So, ich habe das so eingestellt, dass Torreira und Kovacic hier ein bisschen die Verteidigung unterstützen sollen und dass Lacazette sich weiter nach vorne orientiert. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Leute, ich werde heute so aufs Maul kriegen. Das ist meine allererste Division Rivals Partie. Ich werde auf den Sack kriegen, Jungs. Auf jeden Fall. Aber das gehört, glaube ich, auch mal dazu, oder? Dass man auf jeden Fall... Man kann, ja, Verbindung zum Gegner wurde unterbrochen. Man kann hoch gewinnen, man kann aber auch krass auf den Sack kriegen. Und dementsprechend denke ich, heute wird es mal Zeit, dass wir ordentlich mal auf den Sack kriegen, oder? Ach komm, wir spielen mal in Blau oder spielen mal in Weiß? Komm, wir spielen in Blau. Spielen mal in Blau. So. Spielen mal in Blau, das ist okay. Gucken wir mal. Oh, das geht ja tatsächlich. Oh nein! Oh, da ist aber schon einer. Nee, das geht nicht. Sterling, Joe Gomez, Allen. Ui, nein. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin so gearscht. Ich bin so gearscht. Ich werde so auseinandergenommen jetzt. Oh, 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 oh. Aber ich muss dazu sagen, ne, also was die hier mit der Stadionanimation gemacht haben, das sieht wirklich geil aus, ne? Also da muss man wirklich schon ehrlich sein. Habe ich mir am Anfang gedacht, okay, was wird das? So, machen wir mal Anstoß hier. Ich habe mir am Anfang gedacht, okay, was gibt das hier? Aber ich muss tatsächlich gestehen, das haben sie dann doch echt gut gemacht. Also, oh shit. Ah. Ah. Okay, ich werde aufs Maul kriegen. Ich werde so aufs Maul kriegen. Komm, Junge. Oh je. Oh, abseits, okay. Ich dachte eigentlich schon, dass der drin ist, aber okay. Ich brauche da wahrscheinlich doch ein bisschen Glück vorne. Ich meine, gut, das Gute an der Geschichte, ich meine, es ist mein erstes Division Rivals Match, komm. Also wenn wir jetzt hier auf den Sack kriegen, 7-0, dann kriegen wir auf den Sack. Ah, super Leno, sauber. Bernd Leno, so muss das sein. So muss das sein hier. Gegen 735 spielen wir übrigens, okay? Okay. Ach. Okay. Was war jetzt da das Problem? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber okay, vielleicht abseits irgendwie. Vielleicht irgendwie eine krumme Abseitsentscheidung oder so. Ja, vielleicht mal so. Vielleicht mal so. Oh, vielleicht so? Vielleicht so! Vielleicht so, Jungs! Vielleicht so! So muss das doch gehen, Jungs! Lacazette 1-0. Sauber. Oh Gott, ich dürfte eigentlich niemals 1-0 führen gerade, ne? Ich dürfte niemals, niemals, im Leben nicht dürfte ich gerade 1-0 führen. Im Leben nicht. Also,
Okay, total unverdient, bin ich auch ehrlich. Aber okay, drin ist drin und der Gegner wird sich zu dumm ärgern. Der muss den Freistoß jetzt reinmachen. Ja, ist zu hoch. Aber ich glaube, das ist halt, glaube ich, die Stärke, wenn du hier mit LS und RS spielst, ne? Da musst du wirklich einmal vorm Tor stehen und dann passt die Geschichte. Oh shit. Here we go again. Vardy! Vardy! Oh Gott! Aller, wenn das drin gewesen wäre. So, Flanke. Können wir Eckbälle heute? Ne, können wir nicht. Können wir heute nicht. Oh Gott, wo soll ich denn da hinspielen, ey? Ah. Oh, Adama Traoré. Adama Traoré. Komm, Keeper, Leno. Ach, schade. Schade. Da war Adama Traoré zu schnell. Ist halt immer noch derselbe wie früher, ne? Mit seinen 96 Pace. Ist halt immer noch genau der gleiche wie damals. Adama Traoré. Ach, hey, was war das denn? Kovacic, was. Wa Kovacic, wa was sollte das denn jetzt? Das war jetzt total unnötig. Also, aber da hat man auch wieder gemerkt, wie wichtig dieses Tempo ist. Also es ist echt krass. Es ist echt krass, wie stark dieses Tempo ist, ey. Ach komm, ich hab doch auf Passen gedrückt, Mann. Ja gut, Leno hat ihn. Da kommt Traoré nicht hin. Ich brauche da teilweise zu lang. Das muss ich mir echt abgewöhnen. Saha! Oh. Ich dachte, ich probier's mal. Aber ich habe Chancen. Also ich bin hier nicht chancenlos, ne? Ich dachte ja am Anfang, ich bin hier total chancenlos. Aber ist wohl tatsächlich nicht so. Bisher ist ein gutes Match. Ist ein echt gutes Match hier. Oh shit. Vardy! Mann, verdammt, dieser Alisson im Tor. Junge. Nee, das ist noch nicht. Oh Gott. Alter, dieser Pass zu Sterling, ne? Also Leno, ganz ehrlich, da musst du rauskommen. Also ganz ehrlich, warum hat denn das jetzt Eckball gegeben? Nein! Nein, Leno! Oh, meine Güte! So, komm, Konter. Oh, aber nicht so. Was sind denn das für Pässe teilweise, ey? Gut. Gut. Ah, Mann, ey. Oh, ist ein echt heißes Match hier, ne? Das ist echt, wenn der Pass durchkommt, ne? Oh, Sterling. Scheiße, war das gut. Scheiße, war das gut und Martial ist im Abseits, oder? Ja. Martial ist im Abseits. Ich dachte nämlich gerade schon, das kann unmöglich. Aber nicht so. Aber nicht so. Okay. Verdammt, war das gut. Ui. Das war mal ein Spielzug, da wo man aufbauen kann, ey.
Gott, was ist das denn für ein Zweikampf? Och, Leute, also. Boah, das ist echt teilweise Risiko, was ich da manchmal spiele, ne? Aber okay, bis jetzt klappt's ja. Ha! Ich bin dran. Ich bin dran, Jungs. Ich bin dran. Ha, bis jetzt ist das alles echt gut. Bis jetzt ist das alles echt gut. Aber ich werde gleich in der Pause auf jeden Fall noch ein bisschen Defensive verstärken, weil das, die stehen mir da viel zu offen. Also. Schade. Puh, Jungs. Huiuiui. Da war ja einiges los hier, mein lieber Mann. So, wie kann ich denn das hier noch, ich muss gerade überlegen. Also ich glaube, ich muss erstmal schneller Aufbau rausmachen. Weil das ist... Ich muss hier wahrscheinlich auf langer Ball gehen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich sinnvoller sein. Und ausgeglichen muss ich hier zurückfallen lassen, muss ich hier machen. Weil das ist... ich stehe viel zu offensiv. Und das merkt man auch, wenn der versucht, mich anzurennen. Dass ich da teilweise nur mit meiner Innenverteidigung dastehe. Was eigentlich krass ist, weil ich die gar nicht so breit, weil ich die gar nicht auf so breit habe eigentlich. Aber okay, mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Kovacic, da ist Vardy. Oh, Glück gehabt. Hat der Junge, der ist nicht blöd. Der ist nicht blöd. Der weiß ganz genau, was er macht. Der ist nicht blöd. Der weiß ganz genau, was er macht. Oh, wenn der Pass besser kommt. Oh mein Gott, wenn Fernandinho den Ball nicht kriegt. Gottes Willen. Nein, nein. Oh, war das schlecht. Oh, war das schlecht. Ah, war das schlecht. Da habe ich Martial nicht gesehen. Ach, war das schlecht. Ja, blöd gelaufen. Aber okay, komm, ist egal. 2-1 ist trotzdem okay. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, ne? Man darf ja auch nicht vergessen, dass der mit einer viel besseren Mannschaft rumläuft, ne? Also... Daher, da ist so ein 2-1 aktuell eigentlich mal gar nicht so schlimm gerade. Alter, dieser Spielerwechsel, ich weiß nicht. Also irgendwie... habe ich so den Eindruck, dass der Spielerwechsel noch nicht so ganz hundertprozentig funktioniert. Also irgendwie ist das noch nicht so... Okay. Oh, Adama Traoré getunnelt. Uiuiui, ob das nicht ein Fehler ist, ich weiß es nicht. Oh, Kovacic! Kovacic! Oh mein Gott! Alter, mach doch das Ding rein! Gott, wie sich Pepe da durchkämpft, ne? Ach Gott, der kriegt den tatsächlich.
Okay. War jetzt überhaupt nicht so gedacht, aber hat funktioniert. Also Flanken bin ich noch total schwach. Ich bin in Flanken reinschlagen noch total schwach. Das merkt man auch, glaube ich. Hey, was ist denn das schon wieder für ein Pass gewesen gerade, ey? Also irgendwie so manche Pässe funktionieren noch überhaupt nicht, ne? Also so manche Pässe funktionieren noch überhaupt nicht. Also das ist echt, keine Ahnung. So ganz kann ich mich da noch nicht mit anfreunden irgendwie. Ich meine, das Ding ist noch nicht verloren, ne? Aber mir fällt gerade übrigens ein, ich könnte tatsächlich mal wieder auf schneller Aufbau gehen. Weil irgendwie ist das. Ich hab jetzt sowieso nichts mehr zu verlieren. Und daher. Dann können wir nämlich Teampressing auch gleich reinmachen. Na komm. Oh, gewinn doch den Zweikampf. Schön die Abseitsfalle gestellt. War gut. War gut, er hat seine Verteidigung gut eingestellt. Merkt man auch. Im Gegensatz zu mir. Wenn ich das hier so gerade gesehen habe. Alter Schwede. Ne, ich krieg das Ding nicht rein. Ich krieg das Ding nicht rein. Also wenn er es auf jeden Fall gewinnt, dann auf jeden Fall deshalb, weil er auf jeden Fall in der Verteidigung besser steht. Also so viel ist auf jeden Fall mal klar. Das muss ich mir auch wirklich eingestehen. Der steht einfach in der Verteidigung besser wie ich. Ja, und ich weiß noch nicht wirklich, mit welcher Taktik ich hier wirklich angreifen will. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Spiel, wo man definitiv auch merkt, dass da noch nicht alles stimmt, ne? Merkt man auch. Ich kann auf jeden Fall unmöglich irgendwie mit einer 3-5-2 hier oder so spielen, so wie in FIFA 20 oder 19. Das merkt man auch. Ich will mal gucken, ob wir irgendwie noch so einen Überraschungsangriff irgendwie hinkriegen. Irgendwie noch so einen Überraschungsangriff, irgendwie. Irgendwie noch mal so ein überraschendes Ding. Dass wir zumindest vielleicht irgendwie eine Chance haben, das Unentschieden mitzunehmen. Schade. Schade. Was denn jetzt? Freistoß. Warum gibt's denn jetzt Freistoß? Oh, schade. Schade. Der hätte auch drin sein können. Schade. Ich dachte gerade, das wäre eventuell meine Chance gewesen. Ja, komm, das ist doch jetzt lächerlich. Also das sind so Sachen mit dem Torwart dann rausgehen und so. Das sind so Sachen, das braucht man nicht unbedingt. Aber trotzdem, GG. War ein gutes Spiel. Ich muss sagen, es ist noch viel Luft nach oben, ne? Also merkt man auch, die Taktik stimmt noch überhaupt nicht. Und man muss auch hier sagen, er hatte ein paar Schüsse weniger, aber er stand halt hinten besser. Er stand hinten definitiv besser. Und daher, das war schon okay, so wie es ist. Das war schon okay. Aber gut, Freunde, das war meine erste Division Rivals Partie. Leider verloren, aber okay, man kann es nicht ändern. Freunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ja. Ich hoffe, ihr macht noch das Beste draus. Morgen geht's auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Däumchen nach oben da lassen, Kommentar schreiben und mit Abonnieren und der Glocke auf jeden Fall kein Video verpassen.
Würde ich mich über jeden einzelnen von euch freuen. Schreibt mal rein, wie war eure erste Division Rivals Partie? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Macht's gut, bis bald, euer Ventastic. Bis dann, tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Tschüssi.